Willkommen zum ArcGIS-Online-Tutorial für die Analysefunktion Vereinigen. Fügen Sie Ihrer Karte zunächst den Layer DLM 250 Schutzgebiete aus ArcGIS Online hinzu. Klicken Sie dazu auf das kleine Plus-Symbol rechts unterhalb des Layernamens. Laden Sie auf gleiche Weise den Layer DLM 250 Siedlungsflächen in Ihrer Karte. Die Schutzgebiete werden auf der Karte nun in grün, die Siedlungsflächen in grau dargestellt. Navigieren Sie über die Suchleiste zu einem selbstgewählten Ort, beispielsweise die Stadt Münster. Klicken Sie anschließend auf Analyse. Unter Daten verwalten wählen Sie Layer überlagern aus. Der Eingabelayer und der Overlay-Layer sind in diesem Beispiel bereits automatisch voreingestellt. Die Überlagerungsmethode soll Vereinigen sein. Geben Sie dem Ergebnislayer einen Namen. Wenn das Häkchen aktiviert bleibt, wird die Analyse nicht im gesamten Bundesgebiet durchgeführt, sondern nur im gerade sichtbaren Kartenausschnitt. Bestätigen Sie mit Analyse ausführen. Es wurde ein neuer Layer erstellt, der alle Gebiete zeigt, die entweder als Siedlungsfläche oder als Schutzgebiet definiert sind.